Und wieder. Eve Mars, jetzt dürfen wir jemanden abknallen. So voll ins Gesicht. So voll zwischen die Augen. Guck mal, der blaue Augen. Wo wir gerade von Augen sprechen, ne? Bastia. Ich werde es mal mit Laden. Der macht nicht auf, der Sack. Ja, was willst du denn? Scheiße. Ich hab tausendmal gesagt, ich... Hey! Bleib ganz ruhig, Mann, ja? Bleib cool. Was willst du? Ja, ich ab, du Sau. Stoff? Kohle? Sag mir, was du brauchst. Wir machen einen Deal. Ha? Ha, ich mach dich fertig, Flachwichser. Oh, der hat eine Schrot, Alter. Alter. Alter! Ich kann dich hören! Wow! Wow! Warte, Mann! Du kannst alles haben! Ich hab Stoff, ich hab Geld! Willst du Stoff? Bitte. Bitte erschieß mich nicht. Ich hab Kinder. Sind meine Mädchen. Auf einmal bist du hier einer auf, ne? Das ist Sarah. Und die Kleine ist Cindy. Bitte, Mann. Mann, ich will sie wiedersehen. Bitte. Bitte nicht schießen. Ich bin auch Vater. Aber ich habe keine Wahl. Yeah. Krasse Session. Boah. Der kurz, weil er einen erschossen hat? Ja, okay. Du kannst auch, hab noch keinen erschossen. Wisst ihr, wie das ist? Keine Ahnung. Pistolengriff. Na klasse. Hätte ich vorher gewusst, wa? Aber jetzt habe ich eine neue Wohnung. Lass mal kicken. Loading. Loading, loading. Sieht auch schon gut aus. Roosevelt, glaube ich.
Hm? Was jetzt? Clem. Ich habe die Information, die du wolltest. Die Wohnung in der Marble Street gehört einem Dr. Adrian Baker. Er war Chirurg und hat heimlich Junkies Drogen verkauft. Hat ein Vermögen damit gemacht. Hat billig Wohnungen aufgekauft, auch die in der Marble Street. Wurde dann erwischt, war ein paar Monate im Knast und hat seine Zulassung verloren. Interessant. Tausend Dank für die Info, Sam. Hast was gut. Hey, Matt. Sei vorsichtig, okay? Das bin ich. Bis später. Okay. Dem gehört also die Wohnung. Der Wohnung, in der sich Ethan seinen Finger abgeschnitten hat, lebt hier. Keine tolle Spur, aber mehr habe ich nicht. Ich muss so tun, als sei ich völlig high. Ich hoffe, er schluckt den Köder. Ich muss irgendwie das Gespräch auf die Wohnung in der Marble Street bringen. Ding dong. Nee, doch nicht. So eine nervtötende Klingel. Hi. Bei Ihnen soll es Betropen geben. Und zwar rezeptfrei. Sorry, das stimmt nicht. Wiedersehen. Warten Sie. Moment. Ich brauche wirklich dringend Ihre Hilfe. Ich hab Geld. Warum haben Sie das nicht gesagt? Kommen Sie rein. Alter, Opa. Ja, und Opa-Tapete. Guck dir das an. So, Sie möchten Betropen, meine Liebe. Schlafprobleme? Wie viel denn? Ich weiß nicht, so ungefähr 3-4 Packungen? Also, das ist kein Problem. Wollen Sie einen Drink? Ich hol mir auch einen. Nein. Nein, danke. Alkohol nimmt den Tabletten die Wirkung, nicht wahr? Trinken wir trotzdem auf unseren ersten Deal. Nein, ich will nichts haben. So, ne? Ja. Ich trau dir nicht. Ja, noch pissgelb das Zeug. Ich habe Sie hier noch nicht gesehen. Wer hat mich empfohlen? Sie kennen das doch. Die Leute reden. Haben Sie auch noch andere Medikamente? Für den richtigen Preis, Liebes. Und bei Ihnen? Wie ist Ihr Preis? Vergessen Sie's. So läuft das nicht. Ich habe gehört, Sie sollen auch Wohnungen vermieten. Ich suche gerade. Sorry, Liebes. Es ist leider alles vermietet. Schade. Ich suche was in der Marble Street. Trinken Sie. Nee. Lass mal. Ich danke, aber ich habe keinen Durst. Ich hole das Rezept. Dauert nicht lang. Warten Sie. Der Kerl ist gruselig. Ich schaue nur schnell nach, ob ich etwas finde, bevor er zurückkommt. Na gut, dann gucken wir uns mal um. Der Doc interessiert sich anscheinend für Immobilien. Unter anderem. So, was haben wir denn hier? Sein Schlafzimmer. Was haben wir da? Blue Lagoon. Aha.
dachte, er praktiziert nicht mehr. Vielleicht eine schräge Art von Andenken. Der hat einen ganzen Medikamentenvorrat mitgehen lassen. Das sind genug Schlaftabletten, um eine Armee außer Gefecht zu setzen. Okay. So, was haben wir hier? Hallo? War doch eben was. Was hat er vor? Er ist den Flur runter, um die Tabletten zu holen. Neugieriges Luder. Wir werden Spaß haben, mein Schatz. Versprochen. Was? Wie jetzt? What the fuck? Gefesselt. Sagen Sie Hi zu Matthew. Fernan Matthew? Wegen der Volkszählung. Noch so ein verdammter Regierungsspion. So, Sie interessieren sich für die Wohnung in der Marble Street. Ich habe sie an Paco vermietet. Ein Freund von mir. Ich habe keine Ahnung, was er da treibt. Vielleicht nagelt er da seine Tänzerin aus dem Blue Lagoon. Alter. Ehrlich gesagt, ist mir auch scheißegal. Solange er Miete zahlt, kann er tun, was er will. Aber genug geplaudert. Mir fehlt das Operieren, also ergreife ich jede Gelegenheit zum Üben. Ich habe keine Instrumente hier, also nehme ich das, was da ist. Das macht Ihnen doch sicher nichts aus, oder? Ja doch. Was? Das könnte wehtun. Nein. Nein. Kennen Sie das? Sobald man mit der Hausarbeit beginnt, klingelt es an der Tür. Ich höre den Besuch los und bin gleich zurück. Und Sie bleiben so. Komm schon. Ja, das ist gut. Hallo, Sir. Ich überbringe Ihnen das Wort Gottes von dieser prächtigen Bibel. Sie kann Ihnen gehören. Für eine Spende von, sagen wir, 5 Dollar. Nein, danke, keine. Komm schon. Nein! So. Alter! Da kommt der Irre. Du irrer Pisser, Alter! Was für eine Meise! Hallo! Yeah! Am Arsch! Du Pisser! Yeah! Mach dich platt! Boom! Bam, in die Klöten. Alter, stirb, stirb. Hoffentlich stirbst du, du Sau. Alter.
Von wegen. Steht acht. Fick dich. Wichser, du. Nein. Alter, was will der? Tja, mein Lieber. Stopp, du blöde Drecksau! Blöder Wichser!